So, weiter geht's denn? Genau. Mit einem Ja beginnen. Genau, laden. Jo. Der Testaufnahme hat alles nochmal funktioniert. Neue Hoffentlich. Aufnahmesession, neue Tests. Maschinen arbeiten mit dem Kreis. Und die Männer hier arbeiten mit Fleisch, das ich liefere. Ah ja. Das hatte ich schon mal gelesen. Ein Kreislauf, genau. Ich esse viel, aber ich arbeite auch viel. Hatte ich noch irgendwas vor hier? Gute Frage. Ich glaube, wir wollten uns irgendwie aufladen. Ja, hey, ne? Irgendwann mal. Hätte ich mir vielleicht auch mal die letzte Aufnahme angucken sollen? Nee, wolltest du nicht doch dein Gehalt abholen? Oder hattest du das schon? Das Gehalt, ja, ich glaube. Ich habe eigentlich nur nachfragen. Nee, da bin ich hergekommen. Vielen Dank. Sagen Sie, Herr K., warum bleiben Sie nicht hier? Vielleicht kommen nun noch mehr Drachen. Nein, danke. Nebenbei bemerkt, ich glaube nicht an weitere Drachen. Wenn Sie meinen. Ich würde mich aber sicherer fühlen, wenn Sie hier wären. Wir müssen jetzt los. Vielen Dank für die Belohnung. Oh, Herr Gar. Wenn Sie wirklich den Berg runter wollen, so geben Sie Acht auf die Ogerstraße. Wir haben Horror-Stories gehört von einem bösen Tier, das an diesem Weg wütet. Wer mehr wissen will, muss nach Westen. Nach Sündstadt. Zündstadt, okay. Chess erkennt keine Angst. Immerhin hat er einen Drachen erlegt. Naja, wie man es nimmt. Ja, genug Drachen erlegt hat er ja, ne? Das auf jeden Fall. Nur halt nicht diesen Drachen. Genau. Was soll denn das jetzt? Albtraum. Ja. Da hast du wohl recht. Schlafprobleme, hä? Ich bitte dich um Entschuldigung, Rio. Nicht nur, weil ich versucht habe, dich zu töten, sondern ich weiß nicht, ob es... Okay, ist dich einfach mitzunehmen und meinte meine Suche nach Gott. Aber warum billigt Gott den Versuch, die Brut zu vernichten? Eine Frage, auf die euch eine Antwort zusteht. Nach dem Abstieg aus den Bergen ziehen wir nach Osten, Richtung Windia und dann Richtung östliche Länder zum Engelsturm. Okay. Donner Hügel. Okay. Was denn hier? Ein Fragezeichen. Steht das nicht immer für eine bestimmte
Heute oder... Oder wofür steht das Fragezeichen immer? Unterschiedlich. War steht halt für einen Ort, wo man halt keinen Namen hat. Oder halt etwas, was halt noch eine Überraschung sein soll. Was erst danach aufgedeckt wird. Aha. Mal sehen, was in dem Gebäude ist. Oh, die kennen wir doch. Ja, wollte ich gerade sagen. Los, Imitai, los. Imitai. Die Batterie scheint leer zu sein. Papa kann kein Geld mehr verdienen. Jetzt, wo der Wettkampf der Meister vorbei ist. Echt? Das war doch das kränkliche Mädchen, oder? Ja. Kannst du nicht etwas wegen des großen Grundes unternehmen? Weißt du, wie viel Geld ich monatlich für Essen ausgebe? Für die Maschine, die Batterie frisst? ja. Ist doch Größenergie. Vor langer Zeit beim Wettkampf der Meister war ich bekannt als der mächtige Imitai. Aber seit ich einen Kampf gegen ein paar Kids verlor, deren Freunde als Geiseln gehalten wurden, habe ich nur noch Pech. Okay, es ist ein Meister. Vielleicht ein anderes Mal, ja? Okay, merken wir uns. Dann geht's noch nach unten. Hä? Komisch. Aber hast du das nicht schon mal gesehen? Ja, haben wir, glaube ich. Bei einem anderen Meister unterm Haus. Ja. Das schon. Bei Durandal. Gibt's wahrscheinlich mehrere von denen. Das war doch der hinter Windia, oder? Naja. Was damit aus sich hat, wird man ja noch sehen. Genau, das kommt noch. So. Oh, ich ist ein Platz wieder. Beschlangelt. Checkpoint. Mal sehen, da kommen wir bestimmt weiter. Gut. Ein Checkpoint. Du bekommst 5 Zenny. Jo. Mal sehen, was da im Haus los ist. Gleich. Im Haus. Was hier? Du fandest Heilkräuter. Sind was hier? Und du bekommst 80 Zenny. 80, wow. Nichts. Und nichts, ja. Ey, du Soldat. Keine Nachricht ist die beste Nachricht. Also die Sache. Es ist so öde hier, nie passiert was. Soll ich hier was passieren lassen? Soll ich zum Drachen werden? Sensation. Verriegelt. Komisch. Ich wünschte, ich hätte jemand, der Schlösser knacken kann. Ja, das wäre gut. Dann war schon die zweite verriegelte Tür, oder? Na schade, dass Ray und Tipo verschwunden sind. Hier ist der Schwarzmarkt auf, wo sind statt. Dieser Ort heißt Sündstadt. Nein, das ist der Schwarzmarkt. Wer Geld hat, findet hier alles, was das Herz begehrt. Stand aber Schwarzmarkt. Na ja, gut, da habe ich Sündstadt gefunden. Ich beobachte... Was ich beobachte? Oh, dies und das.
Die meisten Leute hier dürften keine Werbung für ihre Dienste machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Deshalb geht auch nochmal sicher und verhaltet euch auch ruhig, okay? Okay. Da wird mir illegalem Stoff... Da wir mit illegalem Stoff handeln, werden wir ständig von den Wächtern des Königs beobachtet und müssen vor ihnen auf der Hut sein. Du bist doch nicht etwa einer von denen, oder? Momentan wahrscheinlich nicht. Die Organisation ist sehr mächtig und hat alles hier in ihrer Hand. Die hat sogar was mit dem großen Wettkampf drüben in Gelbe zu tun. Wow. Jeder hier hat etwas zu verkaufen. Ich verkaufe, was nicht auf dem Menü steht, falls ihr versteht, was ich meine, meine Süßen. Okay. Waffenrüstung. Ihr sagt's, ich besorg's. Wow. Stahlhandschuhe oder so. Kaufst du? Hä? Das kaufst du gleich? Ja. Guck mal. Mal schauen, was das bringt. Auf jeden Fall, dass ich schneller bin. Und das ist immer ein Vorteil. Normalerweise. Ich habe alles von Winde bis hin zum Grabstein. Was braucht ihr? Okay. Gute Anspielung. Die gefällt mir. Das heißt von Leben bis von Anfang bis Ende. Stimmt ja auch irgendwie. So, so gut wie blank. Ich besitze gar nichts. Aber wenn ihr mir ein bisschen Kleingeld gebt, kann ich euch das eine oder andere erzählen. Was sagt ihr dazu? Nur 20 Cent, ja. Hehe, herzlichen Dank, meine Herren. Über was wollt ihr Informationen? Das Ogerstraßenmonster. So, ihr habt also schon davon gehört? Ich weiß nicht viel, aber ich habe gehört, dass Leute auf der Ogerstraße südlich von hier von einem Monster oder so angegriffen wurden. Man sagt, es sei ein Tiger oder so. Ich fällt gerade ein, ich weiß gar nicht, was ich angefangen habe mit aufnehmen. War nichts. Murmel. Wie soll ich Mist verkaufen? Dir werde ich zeigen, ich werde das deinem Boss mitteilen. Das ist Kenichi. Er streitet sich wieder mit einem Kunden. Eines Tages wird ihm sein Vater mal echt die Leviten lesen. Kenichi. Na, kommt mir bekannt vor. Kenichi. Anime vielleicht? Ich schön in dem Spiel habe ich den Namen schon mal gehört. Erzählt das keiner, aber ich habe etwas Kies zu verkaufen. Ich muss aufpassen. Der Grießschmuggel geht als ziemlich schweres Verbrechen. Und wenn ich erwischt werde. Ja, und deswegen erzählt es mit fremden Leuten. Genau. Diese Waffen tragen die Kraft des mächtigen Kriegsgottes Ashura in sich. Sie sind angefertigt vom einzigartigen Sekina. Sie könnten nun euch gehören, aber nur für eine begrenzte Zeit. Was? Alle sind zu schwach. Ja. Da bringen sie nichts. Entschuldigung, aber es gibt hier keine weiteren Läden.
Hey, ihr gebt mir 1000 Handy, wenn ich euch durchlasse? Hm, ich weiß nicht. Was? Ihr habt das gar nicht gesagt? Na gut. Dort steht eine Reihe kompliziert aussehender Maschinen. Nur der Boss und seine Männer dürften hier durch. Wow. Warum? Ah, oh, ich dachte, wäre stark genug. Au, au. Hm, hier komme ich auch nicht weiter. Suchen wir mal die Ogerstraße. Genau. Obwohl, wir könnten ja auch... ich weiß gar nicht, wie lange nehmen wir da auf. Hm. Machen wir mal eben eine Pause und dann geht's gleich weiter. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part oder im selben Part, das sehen wir dann. Genau. Tschüss. Tschüss.